das Wetter in der Woche in Polen. Also nie, ich habe nichts gegen die Polen. Fahrräder oder Autos hin oder her. Nicht, ich bediene diese Vorurteile nicht, auch wenn sie zum Teil eben doch stimmen. Ne? Aber in diesen Tagen, jetzt am Wochenende, haben Zehntausende von Polen ihre Grenzen gesichert. Mit dem Rosenkranz in der Hand, um den Muslimen sozusagen Widerstand entgegenzusetzen, damit Polen Polen bleibt und die Fahrräder in Polen. Ich sag mal so, der Rosenkranz hin oder her, ich bin wirklich ein Gegner von Religion und sowas, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber irgendwo hat es schon etwas Religiöses, wenn die SPD jetzt um die Auferstehung von Willy Brandt betet. Das wäre ja eine Wiedergeburt. Stellen Sie vor, der Mann wäre wieder da und würde den Schulz verdrängen, würde auf dem Parteitag auftreten. Alle Medien sorgen sich in diesen Tagen wahnsinnig um das Thema Gerechtigkeit. Wie kommt man, fragt die Frankfurter Allgemeine, wie kommt man, fragt die Welt, wie kommt man in dieser verdammten Welt zu mehr Gerechtigkeit? Muss die SPD nicht wieder eine Revolution machen, zurückkehren zu den alten Werten von damals, eben von Willy Brandt? Dieselben Zeitungen, die Hartz IV hochgejubelt haben, die gesagt haben, die Sozialhilfeempfänger machen Urlaub in Teneriffa oder auf Jamaika, dieselben wollen jetzt Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Kein Arsch, sage ich Ihnen mal ganz ehrlich, kein Arsch kommt auf die Idee, die CDU mal zu fragen, was mit ihrem Rosenkranz ist. Mit ihrem C, mit ihrem großen C beim Christentum. Scheißele, Banken retten, Mieten erhöhen. So sieht's aus in Jamaika, so sieht's aus.